Worpswede, das Künstlerdorf. Die Sehnsucht nach lebendiger, unberührter Natur war es, die Mackensen und seine Malerfreunde zu Streifzügen in die Landschaft antrieb. Nieder mit den Akademien, auf zu neuen Ufern galt es, so wie es die berühmte Künstlerkolonie in Barbizon vorgelebt hatte. Frei von den Zwängen akademischer Bevormundung, fernab wachsender Industriebetriebe und fortschreitender Technisierung. So wurde die scheinbar unberührte norddeutsche Landschaft mit ihrem bäuerlichen Leben zur idealen Bildwelt. Als Lehrmeister allein die Natur, mit Staffelei und Palette unter freiem Himmel, das war das Ziel. Der Brünjeshof. Hier im Schatten der Bäume hat die Malerin Paula Modersohn-Becker ihr kleines Atelier. Im Verborgenen, von den anderen weitgehend unbeachtet, arbeitet sie und leistet einen eigenständigen Beitrag zur europäischen Malerei der Moderne. Damit lässt sie die Worpsweder Kunst der Jahrhundertwende weit hinter sich. Stille, so schreibt Modersohn, stille Größe ist so recht eigentlich mein Ziel. Mit wenigem viel sagen. Wer sich aufmacht und die Brücke bei Neuhelgoland überquert, kann die Hammeniederung durchstreifen und die Weite des Himmels auf sich wirken lassen. Nach wie vor beeindruckt das Erlebnis der schier unendlichen Ebene mit ihren Gräben. Heute Morgen, so schreibt Paula Becker 1898, bin ich hier hinausgewandert. Da kamen die blanken Kanäle, in denen der Himmel blau widerlacht. Das Schützenfest hat viele Worpsweder Künstler zu Bildern inspiriert. Anfang der 30er Jahre malt der junge Walter Müller seine Frau, die Vogeler Tochter Bettina, als Schießbudenmädchen. Rosen, die Vogelers Frühwerk stets begleiten, ranken wieder an der Terrassenmauer empor. Um die Jahrhundertwende verwandelt Heinrich Vogeler seine alte Bauernkarte in eine biedermeierliche Jugendstilidylle, den Barkenhof. Heute ist das Haus restauriert und für Besucher zugänglich. Bevor die Straßen ausgebaut werden, bilden die Wasserwege die wichtigste Verbindung zur Außenwelt. Torfkähne mit dunkel geteerten Segeln durchziehen das Land. 1904 malt Fritz Mackensen einen Torfschiffer beim Festmachen seines Bootes. Herzstück des Höttgerschen Gebäudeensembles ist das Café Worpswede. Anfangs heftig umstritten, ist es heute der Kühnheit des Architekten zu verdanken, dass Worpswede einzigartige Beispiele für expressionistische Architektur vorzuweisen hat. Christian Modersohn eröffnet eine Sonderausstellung in Worpswedes ältester Galerie. Die Kunsthalle Friedrich Netzel feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Im Dorf, in der Druckerwerkstatt der Künstler, entsteht eine Lithografie. Ich bin schon wieder zu weit an der Kante. Landschaft, Kunst und dörfliches Leben sind in der Gemeinde Worpswede im Verlauf von 100 Jahren zu einer bis heute lebendigen Einheit zusammengewachsen. Sie macht das Künstlerdorf einzigartig und immer wieder lohnend für einen Besuch.